Kunst und Wissenschaft. Zwei Ausprägungen menschlicher Kultur. Zwei Welten, die aber dennoch zusammenfinden können. Früher traten klerikale und weltliche Herrscher als Kunstförderer auf. Heute nennt man sie Sponsoren. Kunst wird inzwischen gern als Vehikel für die Imagebildung im öffentlichen Umfeld genutzt. Sponsoren kommen aus der Industrie, aus Technologieinstitutionen und auch aus der Großforschung. Oft hat gerade die Wissenschaft den Bezug zur Gesellschaft verloren, benötigt aber öffentliche Gelder. Über die Kunst sucht sie daher Zugang zur Öffentlichkeit und zu den Fleischtöpfen der Förderung. Die Motivation der Forschung ist offensichtlich. Wie aber steht es mit der Kunst? Lässt sie sich durch Geld korrumpieren? Oder geht es auch ihr um eine neue Öffentlichkeit für den eigenen PR-Effekt? Ein Beispiel. Seit den 60er Jahren gibt es bei der amerikanischen Weltraumbehörde NASA das Programm Artists in Residence. Sie gehört damit zu den frühesten Technologieinstitutionen, die sich als Kunstmäzen positioniert haben. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Unter den 3000 Arbeiten, die das Programm hervorgebracht hat, finden sich die ganz großen Namen. Andy Warhol oder Robert Rauschenbach. Aber nicht nur. Daneben auch ungezählte, nicht bekannte Künstler. Sie produzieren im Rahmen des Programms künstlerische Werke in verschiedenen Techniken. Vorgaben im Stil gibt es keine. Einzige Voraussetzung: Sie müssen in ihren Bildern das Thema Weltraum visualisieren. Konkret oder assoziativ? Im realistischen Raum oder in fantastischen Welten? Die NASA tourte im Jahr 2011 mit 70 dieser Arbeiten in einer großen Retrospektive unter dem Titel NASA Art – 50 Years of Exploration durch Amerikas Museen. Bei so hohen öffentlichen Entwicklungssummen lohnt sich das Ansinnen, mit schöner Kunst um die Gunst der Öffentlichkeit zu werben. Immerhin geht es um Milliarden-Dollar-Budgets und die müssen im harten Wettbewerb mit anderen öffentlichen Aufgaben erst beschafft werden. Gleichzeitig ist für junge und unbekannte Künstler mit Potenzial die Unterstützung in solchen Programmen durchaus hilfreich. Manch einer ist durch solche Förderungen berühmt geworden, wie beispielsweise der deutschstämmige Andreas Nottebohm, der heute in den USA von seinen Bildern prächtig leben kann. Unter den von der NASA geförderten Artists in Residence finden sich auch solche, die man als technische Illustratoren bezeichnen würde. Darunter die Besten ihrer Art. Nehmen wir den großen Chesley Bonestell, dessen inspirierende Illustrationen zu Wernher von Brauns Visionen in den 50er Jahren eine ganze Generation weltraumtechnisch fasziniert haben. Zahlreiche Ingenieure fanden durch diese Bildwelten ihre spätere Weltraumberufung. Bis heute bedient sich die NASA auch bei der künstlerischen Expertise, wenn es darum geht, das Nicht-Sichtbare ins Bild zu bringen. Künstler sind es, die in Zusammenarbeit mit Programmierern wundervolle Bildwelten entstehen lassen, auf der Grundlage harter wissenschaftlicher Fakten. Sie zeigen das Entfernte, das Künftige oder das schlicht Unvorstellbare. Auch Robert McCall gehört zur legendären Riege illustrativ arbeitender Techno-Künstler, die NASA gesponsert und bekannt gemacht hat. Er hat unter anderem für das ehrwürdige Air and Space Museum der Smithsonian Institution ein riesiges Wandgemälde erstellt. Das Europäische Labor für Teilchenphysik, CERN, in Genf, kopiert das Vorbild der NASA seit Jahren und fördert unterschiedliche Kunstprojekte. Big is Beautiful. 2010 entstand hier das gewaltige Wandgemälde als Auftragsproduktion von Josef Cristofoletti. Im Oktober 2010 wurde es eingeweiht. Es zeigt den gewaltigen Detektor mit dem Zerfallsprozess eines Teilchens.
Die künstlerisch gestaltete Vision eines bisher nicht endgültig nachgewiesenen Higgs-Bosons. 12 Meter hoch und doch nicht Realität. So würde es aussehen, wenn... Hundert Meter unter dem Gemälde suchen Wissenschaftler im großen Atlas-Experiment weiterhin nach dem Higgs-Boson. Die tatsächliche Maschine im Untergrund ist übrigens dreimal so groß wie seine oberirdische Darstellung. 2011 hat das CERN eine Kooperation mit dem Festival Ars Electronica gestartet, das sich seit seiner Entstehung 1979 weltweit zu einem der wichtigsten Festivals elektronischer Kunst entwickelt hat. Jedes Jahr im September trifft sich die Avantgarde der elektronischen Kunst in Linz zu einem bunten Happening mit Symposien, Events und der Verleihung des Prix Ars Electronica. Ein Highlight 2011? Das Tesla Orchestra mit seiner spektakulären Starkstrom-Performance. Ende 2011 haben CERN und Ars Electronica öffentlich verkündet, dass man gemeinsam einen Preis vergeben wird. Dem Gewinner winken nicht nur 10.000 Euro Preisgeld, sondern zusätzlich auch noch 2 Gratismonate am CERN, um den Teilchenphysikern bei ihren Forschungsarbeiten über die Schulter zu schauen. Einen anderen Weg der Kommunikation geht Diamond Light Source in England. Das Diamond Synchrotron ist eine gewaltige wissenschaftliche Anlage, die entwickelt wurde, um extrem intensive Röntgen- und Infrarotstrahlen sowie ultraviolettes Licht zu erzeugen. Großes PR-Budget der staatlichen Institution ist in ein Projekt geflossen, bei dem die Schönheit wissenschaftlicher Bilder und das weibliche Geschlecht im Zentrum stehen. Frauen mit künstlerischer Neigung wurden eingeladen, sich von den fantastischen Bildwelten inspirieren zu lassen und diese Inspiration kreativ umzusetzen. Von der Stickerei bis zum Ölgemälde, alles war erlaubt. Das Projekt war ein voller Erfolg. Sogar die Queen kam, um das Team zu belobigen. Was will man mehr? Wir wollten den Teilnehmerinnen an diesem Projekt übrigens zuerst einen Stil vorgeben, haben das dann aber geändert. Wir haben es jeder Teilnehmerin im Programm schließlich selbst überlassen, zu entscheiden, mit welcher künstlerischen Methode oder mit welchem Material sie gern arbeiten möchte. Und wir glauben, dass das eine sehr gute Entscheidung war. Kunst und Wissenschaft. Es gibt auch andere Facetten. Eine ganze Literaturgattung, die Science Fiction, versucht seit den Zeiten von Jules Verne, Erkenntnisse von Wissenschaft und Technologie sowie Perspektiven für die Zukunft literarisch zu verarbeiten. Der Ideenreichtum in der Science Fiction kann sogar für Ingenieure interessante Erkenntnisse bringen. Wie ein Projekt der Europäischen Weltraumorganisation ESA mit dem Schweizer Science-Fiction-Museum La Maison d'ailleurs zeigt. Ich schreibe meine Science-Fiction mit großem Respekt für die Wissenschaft und möchte sie auch, so gut ich es eben kann, darin darstellen. Und meistens gelingt das, weil ich als Schriftsteller so großen Wert auf korrekte Wissenschaft lege, öffnet es für mich auch viele Türen in der Wissenschaft. Herbert W. Franke, einer der profiliertesten Science-Fiction-Autoren im deutschsprachigen Raum, ist Schriftsteller und Wissenschaftler, ein echter Grenzgänger zwischen Kunst und Wissenschaft. Seiner Meinung nach kann die gesellschaftliche Bedeutung der Science-Fiction gar nicht überschätzt werden. Auch ich als Verfasser von Science-Fiction stehe natürlich vor diesem Problem. Und es ist klar, dass ich auch nicht hundertprozentig voraussagen kann, in welche Richtung sich die Technik beispielsweise entwickeln wird. Und es geht mir nun nicht darum, eine Voraussage zu machen, sondern ich meine, es genügt, wenn man mit den Gesetzen der Technik und der Wissenschaft so operiert, dass das, was da geschildert ist, auch prinzipiell möglich ist. Da die Zukunft nicht vorausbestimmbar ist, muss man hier natürlich mit dem Nichtwissen über das Thema fertig werden. Ich selbst versuche das so zu lösen, dass ich wenigstens im Einklang mit den Gesetzen der Naturwissenschaft bleibe
und nicht etwas dem Publikum serviere, was völlig unmöglich ist. Aber natürlich kann man dieses Problem überhaupt nicht befriedigend lösen, sondern es genügt eigentlich auch schon, eine Diskussion darüber in Gang zu bringen. 2011 wurde seinem Schaffen im ZKM, dem Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe, eine große Retrospektive gewidmet. Der Wanderer zwischen den Welten, wie die Ausstellung benannt war, ist promovierter Physiker mit ausgeprägtem Hang zum Fantasieren. Das tut er als Autor in Zukunftsromanen, als Medienkünstler mit großem Hang zur Maschine und als Privatgelehrter, der der Wissenschaft im Laufe der Zeit schon etliche wichtige theoretische Erkenntnisse beigesteuert hat. Eine seltene Mischung, denn Franke ist in beiden Welten zu Hause. In der Welt der Wissenschaft und in der Welt der Kunst. Welten, die trotz gegenseitigen Bemühens oft nur nebeneinander existieren, weil die gemeinsame Sprache für ein tiefes Verständnis füreinander fehlt.